Kirche. Das andere Teil eine Stiftung, die Stiftung Cini, die oft Sonderausstellungen in die ehemaligen Klostergebäude organisiert. Hier in der Garten ist im Sommer das sogenannte Grüne Theater, also ein Freilichttheater. Natürlich auch sehr schön. Kommen die Österreicher aber hier, die erobern dann die Stadt und auch damit diese Insel und sie bauen ein Krankenhaus da drauf. Das große Gebäude so richtig in der Mitte, das war Krankenhaus gewesen, wo bis 1977 psychiatrisch kranke Frauen verpflegt sind. Aber dann kommen neue Krankenhäuser, ein neues Gesetz auch, dass man sie besser unterbringt. Und dann für so 20 Jahre mehr. Aber wir werden gleich ganz nah an so eine Klosterhilfe und an die Kreuzzüge. Und dann die mehrere Kreuzzüge, die gefolgt sind, die haben angefangen von aus Venedig. Das heißt, da kommen die vielen Pilger aus ganz Europa und das heißt besonders das Gebiet Elsass, Lotharingen, das Westfalen, Süden von Holland, Belgien. Ein Leprakrankenhaus eingerichtet hatten. Aber im Jahre 1717, dann hat die Stadt Venedig diese Insel verschenkt an Armenier München. Diese Armenier München, sie waren vertrieben aus der Peloponnesus von den Türken und haben dann diese Insel bekommen. Da kann man sie besuchen, wieder, weil es war einige Jahre nicht der Fall, da wurde fleißig restauriert. Sie können das auch sehen, die ehemalige Kirche, die Klostergebäude, sind alles restauriert worden. Jetzt muss noch das Ufer neu befestigt werden und dann dieses Jahr wieder so weit, dass zwischen 3 Uhr mittags und 5 Uhr mittags immer wieder die Möglichkeit dieser Insel hat zu besuchen. Sollte man für längere Zeit nach Venedig kommen, ein Besuch an der Insel kann die erste Stelle gewesen, wo bis Kranken untergebracht worden war. Das heißt Kirche und Klostergebäude, die erste Ecke, wo bis Kranken untergebracht wurden. Das heißt, in Quarantäne mussten, weil man schon dann verstanden hat, dass das natürlich dann besser war, dass die Kranke die andere nicht angesteckt hat. Also dann kommt hier das erste Möglichkeit geschaffen, in die ehemalige Kirche und die Klostergebäude. Die Kirche, wie gesagt, hatte den Namen Santa Maria von Nazareth. So kommt dann aus das Wort Nazareth, kommt das Wort Nazaretum, was nachher Lazaretto wurde. Also angeblich auch ihr deutsches Wort Nazareth stammt dort her. Eine Zeit lang war ein Tierheim gewesen, aber heute ist auch diese Insel auch nichts mehr. Das ist ganz anders mit der Gebäude da rechts vorne und die kleine Klosterkirche. Ja, Lido, also übersetzt auf Deutsch, heißt das Badestrand. Das Badestrand, wie gesagt, ist auf die... Und hier, bis vor 100 Jahren, war auf der Insel kaum was drauf gebaut. Hier war Wald, hier war Strand. Es war auch die einzige, war viele Spiegel und so weiter. Und diese zwei ersten Hotels, die existieren auch heute noch. Das sind De Ben und Excelsior. Diese zwei Hotels, immerhin Ende August, Anfang September, da werden sie nur bewohnt von, das ist der Insel, wo die meisten Einwohner von Venedig wohnen, 23.000 heutzutage sind noch hier richtig wohnhaft. Im Sommer kommen sehr viele dazu, natürlich auch Touristen. Natürlich, weil es richtig Leute sesshaft hier sind, haben wir natürlich auch Schuhe. Für die höhere Schule müssen die Kinder schon in der Innenstadt gehen und um dorthin zu kommen, benutzen sie natürlich diese Vaporetti, diese Linienschiffe, die ich Ihnen gezeigt habe heute Morgen. Jetzt sehen Sie da links vorne, der Minoan Lines, diese griechische Fähre, heute Morgen.
die Linie muss ab. Jetzt sehen Sie, da ist Autoverkehr. Es ist diese Insel, wo es eigentlich nur möglich ist, mit einem Auto zu fahren. Eine Kirche mit dem Namen Santa Maria Elisabetta. Dann das größere Gebäude da rechts vorne mit den grünen Kuppel. Das ist keine Kirche. Das ist ein Kriegerdenkmal. Es war von Mussolini gewollt in den 30er Jahren zum Andenken der Ersten Weltkrieg. Historische Stelle in Venedig. Das müssen wir verstehen, Venedig, das ist eine Stadt mit richtig alter Tradition. Es gibt Feiertage, die schon über 1000 Jahre stattfinden. So war es in 998, als die Türken die Balkan-Eroberbrücke angelegt. Der Doge Orseolo war auch dabei. Dann ist der Patriarch von Venedig gekommen, hat diese Boote gesegnet. Dann sind sie ausgefahren und dann haben sie das Gebiet wieder zurückerobert auf die Türken. Dieser Moment ist, dass jedes Jahr erdacht worden, also schon über 1000 Jahre, dass am Christi Himmelfahrtstag früher fuhr dann der Doge mit seinem Prunkschiff, der Bucentoro, er fuhr bis auf die Höhe dieser Brücke hier rechts, war dann jedes Jahr einen Goldring in dem Wasser, sprach dabei die Feier. Kostbare Stoffe, Edelsteine, die Städte, Venedig hat das beste Monopol. Sie kommen dann aus dem Orient, die viele gute Waren wieder zurück in der Lagune hereingefahren. Aber da waren auch oft Piraten unterwegs, die sehr benutzt waren auf dieser Handelsbahn. Und da sie einfach in der Lagune sogar die Stadttore gesehen haben in Verona, das ist der Festung San Andrea. Und in früheren Zeiten waren hier von links nach rechts, wo das beide auch heute noch Militärzone ist, da waren schwere Ketten gespannt. Und die wurden nur gesenkt, wenn ein befreundetes Schiff in der Lagune hereinfahren wollte. Also auf der Weise war der Lagune abgesperrt. Spitze. Das ist Festland. Das heißt, das sind die Badedörfer Lido de Jesolo, Caorle, Cavallino und so weiter. Also wenn Sie wieder zu Hause sind, schauen Sie mal auf die Landkarte. Dann können Sie sehen, wo wir sind. Sie war dann schon aber wieder am Wachsen und da sehen wir auch, dass der Wasserstand jetzt wieder hoch geworden ist oder höher geworden ist, sagen wir so. Weil wäre das jetzt in diesem Moment richtig ebbe, dann hätten wir hier gleich rechts von uns, wo Sie die vielen Bötchen dort sehen, da hätten wir dann Sandbänke. Und es ist immerhin sehr lustig im Hochsommer. Die Venezianer mit ihren vielen Bötchen dorthin gefahren. Die Frauen, die haben ihre Liegestühle dabei, die Sonnenschirme. Sie setzen sich überall auf diese Sandbänke. Die Kinder spielen ein bisschen in den untiefen Wasser. Und die Männer fahren wieder mit ihren Bötchen aus, um ein bisschen fischen zu gehen. Und wir sehen natürlich jetzt nur ein kleiner Streifen. Aber wenn das richtig Ebbe wäre, dann wäre das eine große Sandfläche hier. Und da kommen die vielen Venezianer dann hin zum Baden in der Sonne und so weiter. Die haben natürlich einen großen Strand auf der Insel Lido, aber das ist die viel zu touristisch. Die bleiben viel lieber unter sich und man kann sie dann so finden hier, wenn Ebbe ist in der Mittag hier auf diese Sandbänke.
dass wir sagen, die Bauern natürlich was an. Heute natürlich viel weniger als früher, weil früher, dann hatte man nicht so schnelle Verbindungen mit dem Festland, wie das heute der Fall ist. Aber hier immer noch Bauern, welche Weingärten kann man sehen, welche Maisfelder, dann Wein wird angebaut, Weintrauben. Aber was sehr gut wächst auf dieser Insel und deswegen auch sehr bekannt ist, das sind die Spargel und Artischocken, die von hier kommen. Genannt werden die Barenen. Die Barenen, weil das Baro da drauf wächst. Dieses typische Gras, das sehr schön blüht im Hochsommer, im August. Diese Barenen, die sind sehr wichtig für die venezianische Lagune, weil wenn da schwere Herbststürme kommen, dann bremsen sie ein bisschen der Wellenschlag. Ist außerdem auch ein schönes Gebiet für Wasservögel. Und das sind recht viele von diesen Erdstreifen in der Lagune. Die bleiben auch immer über der Wasserspiegel, nur wenn eine richtige Hochflut kommt, das heißt, wenn auch Wasser kommt in der Stadt, dann geht das unter Wasser. Die Sandbänke immer da mal einmal. Das Wort Vignole, das kommt hier vom Vigne. Vigne, das heißt Weinrebe. Ja, das war früher so, wie gesagt, auf mehreren Inseln war Landwirtschaft und so waren auf dieser Insel 7 Weingärten. Das kommt hier von Darsena, das heißt Werkstatt. Das ist viel Holz für den Bau der Boote hier. Der ehemalige venezianische Staatsschiffer. Ja, heute Morgen haben Sie gesehen, die Marghera, da ist richtig großes Schiffbau. Und deswegen wollte man das auch alles hier schon schließen, schon längere Zeit hier. Aber die Arbeiter, die haben protestiert. Und so wird doch noch ein bisschen weiter gearbeitet, also 150. Da ist gleich rechts von uns zwischen die beiden Türmchen, da werden Sie ein größeres Gebäude sehen. Das ist die ehemalige Corderia, wo der Kran, die kleine Kran da vorne ist, ja. Das ehemalige Corderia, wo die Seilen hergestellt wurden. Und dieses schöne Gebäude, weil es ist wirklich schön, einen großen langen Säulengang ist da drin, wird jedes Jahr. Dann auch hier eine Kirche. Diese Kirche ist bis 1807 die Kathedrale von Venedig gewesen. Das ist eine Schule, eine Schifffahrtsschule. Hier sind Junges, nachdem sie 5 Jahre eine Elementarschule gefolgt haben, 3 Jahre eine Mittelschule, dann für 5 Jahre hier Unterricht bekommen. Die erste Ausbildung in der Marine. Nachher haben sie dann die Möglichkeit, die Altanen, das Wort kommt hier vom Alto, Alto, das heißt hoch. Und da sehen wir hier gleich rechts von uns ein höheres Haus, das rot-braune dort, wo sie auch...